Hi meine Püppis, ich grüße euch heute wieder ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch die Produktneuheiten des Catrice Sortimentswechsels Frühling Sommer 2015 genauer vorstellen. Ich habe sie jetzt in den letzten 1,5 Wochen ausgiebig getestet. Ich habe mich nur mit den Produkten beschäftigt, um euch jetzt zu berichten, wie ich die Neuheiten finde. Ich werde euch auch mein Catrice Event Video, mein FMA unten mal in meine Infobox verlinken. Also wenn ihr mich zum Event begleiten wollt, dann klickt einfach mal auf dem Video vorbei, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Und ich habe mir gedacht, ich werde diese ganzen Kategorien ein bisschen einteilen. Das ist vielleicht auch ein bisschen übersichtlicher für euch. Und zwar in Gesichtsprodukte, Wangenprodukte, dann Augen- und Nägel- und Lippenprodukte. Deshalb werde ich euch in den nächsten Tagen bombardieren mit Videos. Ich hoffe, ihr freut euch und wir legen heute mal los mit den Gesichtsprodukten. Da gibt es auch einige tolle Schätzchen, die ich euch gerne zeigen möchte. Und wenn es euch interessiert, dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei meinem Video. Die erste Produktneuheit, die es bei Catrice ab jetzt gibt, ist der Allround Cover Stick. In drei verschiedenen Farben, die 010, die 020 und die 030. Für meinen Hautton entspricht die 020 Vanilla optimal. Die Farbe passt perfekt. Sie ist nicht zu hell und auch nicht zu dunkel. Der Stift, wie der Name schon sagt, ist zum Rausdrehen. Damit könnt ihr das Produkt sehr, sehr gut verteilen. Ihr könnt Hautrötungen abdecken, Augenringe kaschieren. Und ich habe das Produkt wirklich unter meine Augen verwendet. Und ich bin super begeistert davon. Die Konsistenz ist optimal. Sie ist so ein bisschen cremig, lässt sich schön verteilen, schön einblenden, trocknet nicht aus, also ist nicht zu mattierend und auch nicht zu feuchtigkeitsspendend, dass wirklich alles in die Fältchen verkriecht. Also finde ich sehr gut und ich finde auch, dass er so optimal, also für mich, für meine Verhältnisse, optimal deckt, ausreichend deckt. Und deswegen ist das ein Produkt, das ihr euch mal anschauen müsst. Und ich habe euch ja auch schon öfters vorgeschwärmt von diesen Catrice Cover Sticks. Im Allgemeinen bin ich immer sehr, sehr zufrieden gewesen. Und auch mit dem hier, und den werde ich in der nächsten Zeit auch weiterhin für meine Augenringe verwenden. Der ist wirklich klasse. Dann das nächste Produkt, und auf diese Kategorie Make-up war ich echt sehr gespannt. Und zwar das 12 Stunden Matt Mousse Make-up, das es in vier verschiedenen Farben gibt. Für meinen Hautton entspricht jetzt die 020 Nude Rose optimal. Ich weiß ja, dass viele Mädels von euch Probleme haben, weil sie eigentlich ein sehr, sehr heller Hauttyp sind. Ich weiß jetzt natürlich, ob die hellste Farbe auch hell genug ist. Das müsst ihr dann wirklich testen. Aber für mich ist die 020 wirklich toll. Und das Produkt hat mich bisher auch nicht enttäuscht. Es soll ja so ein bisschen, ja, Weichzeichner-Effekt verleihen. Es soll ein bisschen die Poren kaschieren und alles drum und dran einfach richtig schön ebenmäßig machen. Und erstmal finde ich den Tiegel bildhübsch. Ich mag das sehr gerne. Es ist vielleicht ein bisschen unpraktisch auf Reisen, weil da hat man dann doch immer Angst, dass vielleicht das Produkt kaputt geht. Aber im Allgemeinen, wenn man so stehen hat, Schminksammlungs- und so mäßig, dann finde ich, das macht sehr viel her. Sieht wirklich toll aus. Und wie gesagt, ich habe die Farbe 020 und ich bin das erste Mal reingegangen mit meinem Finger. Und oh mein Gott, die Konsistenz ist der Traum. Das ist so, so, so sanft, leicht und das lässt sich so toll verteilen. Deckt meiner Meinung nach auch optimal und es hält. Es hält bei mir leider keine 12 Stunden, also so nach, ich sag mal, 10 Stunden fange ich so ein bisschen an zu glänzen, aber kommt schon. Das ist doch auch toll, wenn Make-up 10 Stunden lang hält. Das ist eigentlich schon mein Tag und ich habe sehr, sehr ölige Haut. Also wenn ihr auch ölige, mischölige Haut habt und damit zu kämpfen habt und dann ein Produkt ja im Prinzip euch mattiert, dann ist es schon ganz, ganz, ganz tolle Sache. Und wie gesagt, es lässt sich einfach schön einarbeiten. Und was mich so fasziniert daran ist, ich habe öfter mal Make-ups, die sich im Laufe des Tages in meine Poren absetzen und dadurch werden meine Poren noch so ein Ticken sichtbarer. Kennt ihr das? Kennt das jemand vielleicht auch von euch? Und das habe ich mit dem nicht. Tatsächlich ist die Haut noch nach 10 Stunden bei mir wirklich glatt und sieht einfach toll aus. Und wie gesagt, deshalb ist das für mich wirklich ein Tipp an euch. Das ist so toll und ihr werdet die Konsistenz lieben. Ich bin so ein Fan von diesem Mousse. Und das ist wirklich so ein ganz, ganz leicht fluffiges Mousse. Und wie gesagt, es deckt meiner Meinung nach auch super toll ab. Also für mich ausreichend so mittel, würde ich fast sagen.
und hält auch, mattiert, hält und meine Poren sind auch wirklich verschwunden. Und das über mehrere Stunden, das ist immer ganz, ganz, ganz wichtig bei mir, weil wie gesagt, ich habe Produkte, die geben ihren Geist leider nach ein paar Stunden auf und das habe ich mit dem hier nicht und ich habe es in den letzten Tagen ausschließlich verwendet. Einfach, um mal zu gucken, wie sich das auf der Haut und gerade auf meiner öligen Haut verhält. Deshalb Daumen hoch und schaut euch dieses Matt Mousse Make-up mal an. Dann gibt es jetzt neu das Nude Illusion Loose Powder Transparent Matt und das wird es nur in der Müller-Theke geben. Es gab ja in der letzten Sortimentsumstellung das Nude Illusion Make-up, das fand ich auch sehr, sehr, sehr gut. Und passend dazu gibt es jetzt dieses transparente Puder und das soll ein bisschen Öl, so überschüssiges Hautfett absorbieren, das soll mattieren. Ihr könnt damit auch euer euer Make-up fixieren. Das ist einfach, wie gesagt, so ein transparentes Puder und ich liebe ja solche Produkte. Einfach um nochmal das Make-up zu setten und gerade zu bei fettiger Haut, so wie ich sie habe, und das Ganze zu mattieren. In Kombination wirklich toll. 10 Stunden lang. Und ich mag auch diese Sättigungs-, Fixierungspuder von Catrice immer sehr, sehr gerne. Und deshalb kann ich euch das ebenfalls ans Herz legen. Also bisher, das habe ich die letzten Tage ausschließlich getestet. Auch hier wieder richtig toll, aber ausschließlich bei Müller erhältlich. Und dann wird es noch 3 Produkte geben, die von der 2-Meter-Theke von Catrice jetzt in die 1-Meter-Theke gewandert sind. Und da haben wir einmal den Prime & Fine Anti-Red Cover Stick. Und auch hier wieder, wie der Name schon sagt, soll das einfach so ein Stift sein, mit dem ihr schnell eure Hautunreinheiten abdecken könnt. Und Grün wirkt ja immer gegen Rot, das heißt, es neutralisiert und dadurch sind die Hautpartien, die Hautstellen sehr gut abgedeckt. Einmal das Produkt, wie gesagt, jetzt von der 2 Meter in die 1 Meter Theke gewandert. Und dann haben wir noch 3 Farben der Illuminating Blushes. Und ich bin großer Fan der Illuminating Blushes. Die haben so einen tollen Schimmer, so einen perligen Effekt, sind toll pigmentiert, lassen sich schön verblenden und einarbeiten. Und was ich ein bisschen schade finde persönlich, das ist meiner Meinung nach, ist, dass sie das Print geändert haben. Das war ja zur letzten Sortimentsumstellung, als das reingekommen ist, sah das so ein bisschen kissenmäßig aus. Also das war richtig, richtig hübsch. Und jetzt ist das so rautenförmig, ganz normal. Ist trotzdem sehr toll. Das sieht aus wie das Bronzing, Shimmering, Glow Puder vom Muster her. Aber nichtsdestotrotz trotzdem schön, aber ich habe einfach dieses andere Print bevorzugt und fand es schöner. Aber hier 3 neue Farben jetzt in der 1-Meter-Theke und falls ihr dieses Blush noch nicht getestet habt, schlagt zu, testet es, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und zu guter Letzt haben wir jetzt noch ein neues Produkt aus der 2-Meter-Theke, das in die 1-Meter-Theke gewandert ist bei Catrice. Und zwar ist das der Kabuki Brush und ich muss sagen, ich verwende sehr gerne zum Setten, gerade in Kombination mit solchen Fixierungspudern, wirklich gerne Kabukis, weil die einfach so, so, so toll das Produkt aufnehmen, wieder schön abgeben, schön flauschig, weich und einfach alles schön einarbeiten lassen und deswegen liebe ich solche Kabukis. Also wenn ihr noch auf der Suche seid nach einem guten Kabuki, dann schaut euch den jetzt mal von Catrice an. Und das war es jetzt eigentlich schon mit den Gesichtsprodukten, Gesichtswangenprodukten. Es sind jetzt nicht so viele Produktneuheiten im Frühling, Sommer im Sortiment eingezogen, aber nichtsdestotrotz und ich würde fast behaupten, mein absolutes Highlight ist das Matt Mousse Make-up, also das solltet ihr euch definitiv anschauen. Ich finde das bisher genial und ich verwende das so, so gerne und kann euch das wirklich ans Herz legen. Also das ist auf jeden Fall mein Top-Tipp aus der Kategorie Face, Gesicht und Wange. Und das war es jetzt mit meiner First Impression Review, wobei ich die Produkte jetzt auch schon wieder 1,5 Wochen teste. Aber ich glaube, man müsste sie fast über mehrere Wochen, Monate testen, um ein Fazit ziehen zu können und sagen können, so ist das und nicht anders. Aber dennoch kann ich euch sagen, die Produkte, die Neuheiten, die ich jetzt hier getestet habe, die sind meiner Meinung nach wirklich, wirklich toll. Und das war es, wie gesagt, heute mit meinem Video. Morgen werde ich, denke ich, die Augenprodukte euch vorstellen. Da sind auch ganz viele tolle Schätzchen mit dabei. Also wenn euch das interessiert, was neu ins Catrice Sortiment augentechnisch eingezogen ist, dann schaltet morgen wieder ein. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann und macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss.